Hallo, heute möchte ich ein Körbchen häkeln und zwar nicht aus Wolle und auch nicht aus Spaghettigarn, sondern einfach aus ganz simplem Paketgarn oder Paketschnur, heißt es ja richtig. Ich habe mir da zwei solche Knäule gekauft, 30 oder 32 Meter. Ich nehme die Häkelhaken Nummer 5 und jetzt fange ich mal an. Die untere Fläche wird wie gesagt in Runden gehäkelt, wie bei jedem Körbchen. Als erstes nehme ich einen Knoten auf und jetzt mache ich 5 Luftmaschen. Eine ist schon da. 2, 3, 4, 5. Jetzt schließe ich den Ring mit einer Kettmasche. So, zu Anfang ist es natürlich ziemlich starr, aber wenn man etwas länger gehäkelt hat, dann wird es auch lockerer. So, die Luftmaschenkette habe ich jetzt zum Ring geschlossen. Da hinein häkel ich jetzt 6 feste Maschen. Hier. Fünf. Sechs. So, das ist jetzt der Anfang. Und für die Bodenfläche jetzt von dem Körbchen wird in Runden gehäkelt, indem man jetzt in der ersten Runde jede Masche verdoppelt, also in jede Masche 2 feste Maschen reinhäkelt, sodass man, wenn ich jetzt 6 hatte und die verdoppelt, dann sind das nachher 12 Maschen. So, schließe den Ring jetzt wieder mit einer Kettmasche. So sieht das Ergebnis bis jetzt aus. Jetzt habe ich also jede Masche verdoppelt. In der nächsten Runde wird jede zweite Masche verdoppelt, dann jede dritte, jede vierte, jede fünfte, jede sechste, jede siebte. Und wenn ich in der siebten Runde verdoppelt habe und die Runde beendet habe, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Es wird alles in festen Maschen gehäkelt. Die Bodenplatte von den Körbchen ist jetzt fertig gehäkelt. So sieht sie aus. Das sind ungefähr 16 cm im Durchmesser. Das Knäuel ist auch
fast leer. Ja, da sich ein bisschen wellt, werde ich das jetzt mal in ein Handtuch reinlegen und mal kurz überbügeln, dass es auch glatt ist und nicht, dass das Körbchen nachher wackelt. Ich bügel jetzt auf der Stufe 3. Kann nichts passieren, das Bügeleisen bleibt sauber. So. Gut. Ja, jetzt ist es schön gerade. So, jetzt geht's an den zweiten Teil. Und zwar werde ich jetzt den Rand häkeln, indem ich auch in festen Maschen und indem ich jetzt in den hinteren Teil der Masche einsteche, den Faden hole und eine feste Masche häkel und das jetzt die ganze Runde. Also nicht in beide, sondern nur in einen, und zwar in den hinteren Teil der Masche. So. So, die Runde habe ich jetzt fertig, indem ich immer nur in die hintere Masche, in das hintere Maschenglied eingestochen habe. Beende ich jetzt wieder mit einer Kettmasche. Ja, und in der nächsten Runde oder den nächsten Runden, das zeige ich euch, da wird jetzt in die normale Masche eingestochen und eine feste Masche gehäkelt. Also wieder in beide Maschenglieder von der Masche. Ja. Wie gesagt, das wird jetzt nach wie vor in Runden gehäkelt. Ich für mich mache jetzt hier eine Sicherheitsnadel rein am Anfang. Das ist meine Art Maschenmarkierer, Rundenmarkierer. Und man kann auch einfach nur einen bunten Faden nehmen. Ja. Alles in festen Maschen, so hoch, wie man halt den Rand haben möchte vom Körbchen. Ich werde das jetzt ungefähr 8 oder 10 cm hoch häkeln und dann sehen wir uns wieder. So, mein Körbchen ist jetzt soweit fertig. Das Garn, das zweite Knäuel, ist mittlerweile auch am Ende. Ich habe mal ausgemessen, also ich habe einen 7 cm Rand gehäkelt. Und wenn man es halt höher haben möchte, müsste man sich noch ein drittes Knäuel kaufen von dem Paketband. Ich habe jetzt die Abschlussrunde mit Kettmaschen gehäkelt. Ich gehe also in die Masche rein, hole mir den Faden und ziehe ihn gleich komplett durch. So, und die letzte Masche, da werde ich jetzt jetzt überspringe ich eine und hole den Faden komplett durch die Masche durch. Gut, jetzt muss ich nur noch den Faden vernähen.
Die Sicherheitsnadel kann ich jetzt rausmachen. Das war ja mein Rundenmarkierer. Und jetzt werde ich den Faden einfach von innen vernähen. Abschluss, einen kleinen Knoten. So, nun ist das Körbchen fertig. So sieht's aus. Wie gesagt, ein Bodendurchmesser von knapp 16 cm. Man kann es natürlich auch kleiner machen. Und so sieht es dann von der Seite aus. Und dann habe ich mir noch eine kleine Dekoration einfallen lassen. Diese Blüten kriegt man ja auch im Schmuckladen. Und ich habe das umfunktioniert, indem ich hinten so eine Nadel mir noch gekauft habe und angenäht habe. Und die werde ich jetzt hier einfach dran befestigen. Und dann sieht es so aus. Das kann man natürlich auch ringsrum machen. Viel Spaß beim Nachmachen.